geht ab, Leute? Mein Name ist Forsterin. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen katastrophal heute, weil letzte Nacht zu viel gefeiert. Auf jeden Fall, willkommen zu einer... Lass das nicht noch schon wieder, Alter. Ich mach heute Moderation. Ich mach das heute. Ich bin 4-7 und herzlich willkommen bei Big Difference. Es ist 14 Uhr Sonntag und wir haben heute ein richtig, richtig geiles Battle für euch. Und zwar battelt heute Mutter gegen ihre Tochter. Das habt ihr euch gewünscht. Ihr habt dieses Battle ausgewählt, sozusagen auf meinem Instagram-Umfrage. Bevor das Battle beginnt, geht in die Kommentare, abonniert den Channel kostenlos, like das Video, folgt mir natürlich auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Was geht ab, meine Freunde? Kommen wir zum Interview von Mutter und der Tochter. Die werden sich heute battlen. Die haben sich sehr, sehr gut vorbereitet. Und ich frage dich mal als erstes, ja, was ist deine Meinung zu deiner Tochter? Also ist die brav, macht die Hausaufgaben? Und ja, was hältst du von ihr? Ja, ob die brav ist, würde ich eher sagen, nicht. Die ist in letzter Zeit sehr stark ihre Grenzen am Austesten. Und ist halt in der Pubertät, ne? Aber... ja, deswegen sind wir heute hier, weil ich habe da nämlich auch Hausarrest gegeben und wir haben uns da richtig gezankt. Und da gibt es ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Ja, und deswegen haben wir uns heute hier versammelt. Was ist deine Antwort? Also erstens, du bist so eine Rabenmutter. Warum gibst du mir Hausarrest? Ich meine, Pubertät ist doch ganz normal. Warst du noch nie in der Pubertät? So, ich meine, weißt du? So, und ich habe krasse Punchlines, also ich werde dich auseinandernehmen. Sehr, sehr stark. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die beiden sind vorbereitet. Die werden sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Auf jeden Fall, wir sind gespannt auf das Battle. Ihr seid gespannt auf das Battle. Und let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference. Heute haben wir endlich ein geiles Battle für euch. Und zwar gibt es heute Mutter versus Tochter. Das Battle ist sehr, sehr, ich bin sehr gespannt drauf. Was sagst du? Wird wild. Wird sehr, sehr wild. Wir sind Rheinstraße 72, Shisha Bar Bless kommt alle vorbei und die Mutter wird beginnen. N100, drück auf Play. Mal toll und voller Freiheit, machte was ich will. Jeder Tag war ein Highlight. Ich hatte Spaß am Leben, alle Jahre waren cool. Dann kam was dazwischen. Ach ja, das warst du, dein Geschreie, ne entsetzliche Qual. Und ich lernte, ein Haustier wäre die bessere Wahl. Wegen deinem Rumgebrülle klopften auch die Nachbarn, ich wechselte die Windeln und das auch noch mit 8 Jahren. Du denkst, gute Freunde, doch das sehe ich krass eng. Ich hab die nur bezahlt, damit wer mit dir abhängt. Damals in der Schule hast du ständig versagt. Deswegen war ich am Gast bei jedem Elternsprechtag. Denn du war so krass, dass du die vierte wiederholt hast, nachdem du die vierte wiederholt hast. Mädchen, jeder merkt, du kapierst dich, deshalb dachten schon sehr viele, dass du adoptiert bist. Doch du adoptiert, das ist lediglich ein Witz. Bei der Adoption kann man wählen, wen man kriegt. Über eine Sache, ja, da ist sie krass beschwert. Ich zähle jeden Tag, bis du endlich 18 wirst. Bis dahin bin ich kälter als die Eiszeit. Und zum Geburtstag schenke ich dir die Freiheit. Bye, bye, du verdienst keinen Mindestlohn. Ich geh zu deinem Vater, helf dem beim Kippen holt. Starke, auf die Markierung bitte. Starke erste Runde von der Mutter, macht aber leer. Bombe, Bombe, so fängt man an bei Big Difference. Und jetzt, wir kommen direkt zu der Antwort von ihrer Tochter. N100, drück auf Play, let's go. Ich will dich gar nicht betteln, das wäre unfassbar frech. Du bist schlau und schön und als Mutter so perfekt. Mit dir Zeit zu verbringen ist so ein Vergnügen. Nicht Spaß, du hast mir beigebracht, ich darf ja gar nicht lügen. Gegen dich betteln, ich habe gute Fakten. Hättest du mich nicht bekommen, hättest du jetzt 100 Katzen. Die Aussicht war länglich gering, doch meine Existenz gibt deinem Leben wieder Sinn. Dein Gesicht unterdrückte Lachkicks, weil in diesem Fall die meisten der Muttersprüche wahr sind. Ja, meine Mutter hat Bartha und Falten, als Kind hab ich dich für meinen Vater gehalten. Wie kann man nur so spastisch sein, das kommt bald zurück, denn ich wähle dein Altenheim. Und jeder deiner Strafen ergibt keinen Sinn, wie im Internet, Hausarrest ist nicht mehr schlimm. Du bist der Grund, wenn ich elendig versagt hab. Alles Gute, was ich hab, sind die Gene von meinem Vater. Oh mein Gott, du bist die hässlichste Frau, wegen deinem Gesicht hab ich als Kind an Hexen geglaubt. Das ist peinlich, genauso wie dein Lebenslauf. Und schau ich auf dein Amt, glück mir mal, ich schäme mich auch. Denn in 30 Jahren sehe ich vielleicht ähnlich aus. Doch bevor das passiert, schlitz ich mir die Kehle auf. Starke erste Runde von der Tochter, warte mal, lass!
stark. Jetzt kommen wir direkt zu der Mutter. Zweite Runde, 100, drück auf Play. Ich bin stolz auf dich, denn du hast ernsthaft eine Berufung. Ich glaube, du wirst später einmal Fernsehstar der Zukunft. Eigentlich musst du dein Riesenglück verstehen, denn man wird dich bald bei Teenie-Mütter sehen. Dass du jetzt einen Freund hast, das habe ich mitgekriegt. Warum frisst du sonst täglich einen Lippenstift? Du hast heimliche Dates mit irgendwelchen Spasten. Doch bitte date nächstes Mal kein Kevin oder Justin. Ein Enkel von ihm, ich hab was Besseres verdient. Wenn du ihn so toll findest, zieh doch mal zu ihm. Wohnst du weiterhin bei mir? Zahl Miete oder Strom. Ich bin so wie dein Freund, ich will niemals mit dir wohnen. Deshalb habe ich dich früher in den Hort geschickt. Nicht wegen Arbeit, ich hatte nur keinen Bock auf dich. Du warst so dumm mit deinem traurigen IQ. Hauptschülerin, mehr traut man dir nicht zu. Jetzt willst du battlen, kommst mit deinen dummen Lines. Doch ein Teil deines Gehirns steckt immer noch im Mutterleib. Du willst eine gute Line, bleib mal ruhig, warte kurz. Ich mag deinen Zwilling lieber und er ist seine Nachgeburt. Du denkst, dass du mich sicherlich zerfickst. Ich wollte einen Jungen, jetzt hab ich ein Zwischending gekriegt. Wegen dir wander ich nach Brasilien aus und deine Schwester erbt das Einfamilienhaus. Starke zweite Runde von der Mutter, von der Mutter. Bombe, Bombe. So gehört sich das hin. Big Difference. Jetzt kommen wir zu der Antwort von der Tochter. Die letzte Antwort. Mal hören, was sie zu sagen hat. N100, drück auf Play. War eine Vernichtungsshow, aber die war harmlos, denn jetzt lege ich erst richtig los. Ich wollte schon als Viertes meine Mom zerreißen, ne Beweis dafür sind ihre Schwangerschaftsstreifen. Und heute bist du hässlich und schwabbelig wie ein Tintenfisch. Das ist auch der Grund, warum du ständig Single bist. Du findest keinen Mann, das ist einfach wie verflucht. Warum kannst du nicht verstecken spielen, weil dich keiner sucht? Am Spielplatz war das für dich todeshart, weil alle Leute dachten, ich wäre mit meiner Oma da. Wegen dir sind meine Nervenzellen brand. Für das Leben mit dir muss ich Schmerzgeld verlangen. Deswegen fahr mal unter. Am besten um eine große Spur. Denn um mein Gehalt zette später deine Butterskur. Obwohl, das macht keinen Sinn, ich bin nur am Campen. Denn bei deiner Fresse gibt's nichts mehr zu retten. Und noch ein Geheimnis, weil wir Vater Crowd sind. Sie wollte zu Frauen tauschen, doch keiner wollte tauschen. Fucking stressig, unfassbar wie hässlich. Selbst ein imaginärer Lover verlässt dich. Oh mein Gott, du kommst dir richtig hart vor. Doch bei deinem Aussehen streikt auch der Vibrator. Ich mach da meine Mutter in zwei Runden nass. Doch ich darf das, ich hab bei mir selber Mutterpass. Starke, starke erste, zweite Runde von der Tochter. Macht einmal. Starke zweite Runde von der Tochter. Macht einmal Lärm. Bombenbattle, Bombenbattle. Wenn ihr beide nochmal sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. So, das war's auch mit dem Battle und sehr, sehr viele Leute fragen mich, ey, 4-7, wie kann ich bei Big Difference mitmachen? Ich hab auch Punchlines, ich möchte auch Battle Rap machen, ich möchte auch auf die Stage und jeden zerreißen. Das ist ganz einfach, ihr müsst mir einfach nur auf Instagram folgen, mir eine Nachricht zusenden mit eurem Video, mit eurem Bewerbungsvideo. Das soll ein Live-Video sein, wo ihr live rappt in die Kamera und schon bald seid ihr mit ein wenig Glück bei Big Difference am Start.